Am 19. Mai läuft der Film Nur nicht aufregen im ZDF zur besten Sendezeit. Was kannst du uns über den Film verraten? Wie würdest du den Film kurz zusammenfassen? Worum geht's? Also der Film hat viel mit Moral und Comedy zu tun. Es treffen einfach verschiedene Welten aufeinander. Und am Ende des Tages sind da halt auch viele Differenzen unter den Schauspielern, unter den Charakteren, die in diesem Film auftauchen. Aber Ende gut, alles gut. Man kämpft dann für eine gute Sache, für das Recht anderer Menschen. Und da merkt man, egal wie verschieden Menschen sein können, wenn man an einem Strang zieht, gewinnt man. Du spielst in dem Film eine junge Anwältin. Bisher kannte man dich eher als Sängerin von Monroes oder als Moderatorin. Wie kam es zu dem Rollenangebot? Ganz einfach. Ich habe meine Assistentin habe ich eine E-Mail bekommen von ZDF persönlich. Und da war es drin, dass ich zum Casting kommen sollte für eine Rolle. Und ich war erstmal sehr verwundert. ZDF, ich, okay, cool. Finde ich ja nett, aber es war schon 3 Fragezeichen. Weil ich ja eigentlich nicht so der Typ für ZDF bin. Und ich so, okay, das ist krass. Für mich ist immer noch ZDF so eine Königskategorie. Und ich so, okay, dann lass mal hingehen. Und als ich dann angekommen bin und reingekommen bin, wusste ich bis dato nicht, um was es geht. Außer, dass es halt um Schauspielerei geht. Aber ich wusste nicht, was sie von mir wollen. So. Dann fragte man mich, hast du deinen Text? Hab ich gemeint, welchen Text? Ich weiß gar nicht, um was es geht, Leute. Er so, wie, du hast keinen Text bekommen? Ich so, nein, ich habe keinen Text bekommen. Er so, okay, dann lies einfach ab. Ich so, ich kann ablesen? Okay, alles klar. Super nervös. Gegenüber von mir der Schauspielerkollege, der mit mir die Szene spielen sollte. Ich bin also immer noch nicht wusste, um was es geht, ob ich Männchen oder Weibchen bin. Und ich dann halt das abgelesen und habe halt auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, okay, komm, jetzt machst du es halt so und so und habe verschiedene Facetten von mir gezeigt. Und 3 Tage später habe ich den Anruf bekommen, dass ich die Rolle bekomme. Und ab da wusste ich überhaupt, auf was ich mich einlasse. Anwältin, ZDF-Hauptrolle neben etablierten Schauspielern. Ich also, wow, halt, stopp, Moment mal. Hab das Drehbuch bekommen, es war so ein dickes Buch. Ich so, ey, Moment mal, die einzigen Bücher, die ich gelesen habe, waren Malcolm X, dann Think Like a Man, nee, Act Like a Lady, Think Like a Man. Ganz wenige Bücher habe ich gelesen und dachte, so ein Buch. Dann wollte ich es ganz schlau machen, habe nur meine Passagen dann angekreuzt, habe die auswendig gelernt, das ist hinten losgegangen. Weil mein Regisseur, nee, du musst alles lernen, Senna. Ja, dann habe ich mich auf meinen Hosenboden gesetzt und habe dann gelernt, gelernt, gelernt. Und so ist es zustande gekommen. Und somit war ich dann irgendwann mal am Set und ich habe vom Regisseur gehört, und bitte! Wenn du jetzt zurückschaust auf die Dreharbeiten, wie schwierig war es dann am Set? Es war am Anfang für mich unangenehm, weil es ein Bereich war, wo ich mich nicht auskenne. Ich wusste nicht, was ich genau mache. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und dadurch, dass ich auch alles so flüchtig mir durchgelesen habe und gar nicht die Zeit hatte, mich auf dieses ganze Ding zu konzentrieren, weil es alles sehr, sehr schnell ging, war es erstmal so, die anderen waren im Vorteil. Also die waren jahrelang im Business, sind einfach etablierte Schauspieler und ich keine Ahnung, aber die wussten bis dato nicht, dass ich noch nie eine Schauspielschule besucht habe. Also sie wussten gar nicht so genau, wer ich bin. Die haben nur gehört, okay, Sängerin, erfolgreiche, aus einer erfolgreichen Band, Social Media Queen und hat so und so viele Followers und die wurde bestimmt genommen, weil sie die und die ist. Aber das stimmte nicht ganz. Ich wurde genommen, weil ich überzeugt hatte. Aber das wussten die alle nicht. Und als ich dann am Set war, war ich super, super nervös. Und normalerweise kennt man mich ja so, dass ich eine Riesenklappe habe und zu jedem Ding eine Antwort habe. Auch wenn sie in vielen Fällen nicht gehört werden möchte. Aber in den meisten Fällen liege ich auch richtig bei der Antwort. Aber das war so, ich war wie eine ganz kleine Maus. Ganz ruhig. Darf ich jetzt? Sogar meine Stimme hat sich verändert, 2 Oktaven höher, weil ich so nervös und aufgeregt war. War wie beim ersten Schultag, wo man vor der Klasse reden muss. Und dann kam halt Thomas zu mir, der Regisseur, und meinte so, ey, du bist gut. Du bist gut in dem, was du machst. Es ist super, was du machst und deswegen bist du hier. Und dann bin ich kurz in mich gegangen und
habe es dann halt gerockt. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass dann meine Kollegen, ich darf ja Kollegen jetzt sagen, dass die ganzen Schauspielkollegen gekommen sind und gesagt haben, wie, du hast noch nie eine Schauspielschule besucht? Nein. Also das hast du jetzt gerade so gemacht? Ja. Und es hat mir dann so nochmal einen Input gegeben. Und wie hilfreich war es, mit so erfahrenen Schauspielern wie Leonard Lansing zu spielen? Haben die dir dann geholfen, vielleicht auch manchmal Tipps gegeben? Naja, dadurch, dass Leonard Lansing halt sehr, sehr lange im Business ist, ist es natürlich so, dass die Ratschläge und die Tipps von ihm Gold wert sind. Und die hat er mir natürlich auch gegeben. Aber auch die anderen Kollegen, man darf nicht vergessen, Tim und die ganzen, die in dem ganzen Set auch dazu kamen, auch vom Kabelträger bis zu Kameramann. Wir waren ein richtiges Team, ne? Wir waren eine Crew. Und man musste mir nicht so oft helfen. Wollen wir mal so sagen. Musste man nicht. Vielleicht habe ich mich da mal verlabert oder ein Wort falsch ausgedrückt, weil ich mich verhaspelt habe. Aber ansonsten vom Gefühl her und von der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, musste man mir nicht viel helfen. Ich sagte ja, sie dachten, das wäre nicht mein erster Film gewesen. Doch, war es. Du spielst eine junge Anwältin, die auch durchaus sehr schlagfertig ist, auch nicht auf den Mund gefallen ist. Wie viel steckt von dir selber in der Rolle? Gar nichts. Gar nichts steckt in dieser Rolle. Also ich finde, sie ist super, super in dem, was sie tut. Aber sie hat nichts von mir. Nichts. Gar nichts. Sie ist so anders. Erstens spricht sie perfektes Deutsch. Ich glaube, ihre Rechtschreibung ist auch on point. Heißt jetzt nicht, dass ich Schlechtes spreche, aber ich spreche einfach anders. Ich bin ein ganz anderer Typ. Meine Tonlage ist ja schon anders. Und sie ist sehr seriös. Für meine Verhältnisse sehr seriös. Für deine vielleicht nicht, für deine. Sie ist so ein Hippie. Aber für meine Verhältnisse ist sie total seriös, ruhig. Und die regt sich gar nicht so schnell auf, um ehrlich zu sein. Und doch, wir haben eine Sache gemeinsam. Wir sind sehr zielstrebig. Wenn wir was wollen, dann bekommen wir es. Und die Bomberjacke hatten wir jetzt gemeinsam. Ich hätte sie in einer anderen Farbe ausgewählt, um ehrlich zu sein, aber es geht schon, also die Bomberjacke war auch meins. Gut, nach der Erfahrung mit deinem ersten Film jetzt, hast du jetzt Blut geleckt? Folgen weitere Rollen? Ach, was heißt Blut geleckt? Ich glaube einfach nur, dass es einen Heidenspaß mir gemacht hat und sogar wenn es auch die letzte Rolle sein sollte, die ich spielen werde oder gespielt habe, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es natürlich neue Angebote geben würde und ich mich in diesem ganzen Schauspielding etablieren würde und entwickeln würde. Es ist einfach nur gut für mich als Mensch und als Frau, dass ich mir da ein Türchen aufgemacht habe und es auf einmal immer größer und größer wird und ich mich da als Mensch entwickle und wieder da lerne. Es ist immer schön, Schüler zu sein. Weißt du, wir sind noch lange keine Lehrer. Also von daher nicht Blut geleckt, aber man wünscht sich das schon, dass die Leute sagen, ey krass, das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass die das so gut gemacht hat. Es gibt vielleicht auch welche, die sagen, geht gar nicht. Ich konnte die vorher nicht, die kann das nicht und die kann auch das nicht. Aber ich hoffe, dass es Menschen darunter gibt, die meine Mühe erstens erkennen, dass ich mich richtig angestrengt habe, dass ich das ernst genommen habe und dass ich am Ende des Tages, es war mein erster Film. Und ich hatte null Erfahrung, dass man mir da ein Auge zudrückt und einfach Spaß hat an dem Film. Habt Spaß an dem Film, er ist cool gemacht und ich glaube, dass ZDF sich da auch was Neues getraut hat mit mir. Ich bereue es schon nicht. Und ich freue mich einfach und ich bin stolz drauf, dass sie mich auserwählt haben. Ja, sorry an die anderen. Beim nächsten Mal. Was nimmst du mit von dem Film, für dich privat vielleicht auch, an Erfahrungen? Also Freundschaften nehme ich mit, absolut. Ich habe Leute kennengelernt und habe mich mit denen befreundet. Ich nehme mit, dass man für seine Ziele immer arbeiten muss. Das wusste ich aber schon vorher. Und ich nehme mit, weil ganz lustig ist, ich habe mir eine Wunschliste vor 2 Jahren gemacht. Und da war oben ganz oben Social Media, habe ich abgehakt, habe ich mir erfüllt. Dann Back on Stage, habe ich abgehakt, ich bin seit letztem Jahr on Tour. In verschiedenen Clubs in Deutschland, in größten Clubs. Und als drittes habe ich geschrieben, ich würde so gerne mal in einem Film mitspielen. Und das wurde mir auch erfüllt. Das heißt, wenn du gute Gedanken hast und gut an dich, also an dich glaubst
und es wirklich ausspricht und an Gott glaubst, dann wird dir das erfüllt. Und mir wurde das erfüllt. Und das ist was ganz, ganz Tolles, wenn die Wunschliste erfüllt wird. Ich habe noch andere Punkte auf dieser Wunschliste drauf. Ich hoffe, die werden auch erfüllt. Wie zum Beispiel ein Lottogewinn von 20 Millionen. Ich will auch was abgeben, ist gar kein Problem. Oder meine Traumhochzeit. Also diese Punkte sind auch noch drauf. Und wenn diese geklappt haben, was für mich unmöglich schien, wer weiß, you never know. Gut, dann bedanken wir uns fürs Gespräch und wünschen dir weiter viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe wünsche ich.